ist die Beschäftigung mit Logik, Mantiq, mit Ilm al-Mantiq erlaubt? Also zunächst einmal müssen wir verstehen, dass bevor wir ein Urteil über eine Sache fällen können, oder im Allgemeinen, merkt euch dies auch als Grundregel für alles in eurem Leben. Bevor ihr ein Urteil über eine Sache fällen könnt, müsst ihr die Sache selbst erst einmal verstehen, oder? Ich muss wissen, okay, worum geht es? Was ist diese Sache? Wie wird sie definiert? Was bedeutet sie? Bevor ich ein Urteil fällen kann. Deswegen sagen die Gelehrten, Al-Hukmu ala shay'i far'un an tasawwurih. Quasi das Urteil über eine Sache, oder anders, dem Urteil einer Sache geht die, ja, die richtige Vorstellung der Sache, das geht dem Urteil voraus. Ich muss sie erstmal begreifen. Das Begreifen geht dem Urteil voraus. Und wenn wir die unterschiedlichen Urteile über das Erlernen von Logik, von Mantiq, wenn wir uns die unterschiedlichen Urteile anschauen unter den muslimischen Gelehrten, dann sehen wir, dass manchmal diametral gegenüberstehende, entgegenstehende Urteile. Der eine sagt, Fard Kifaya, es ist eine Kollektivpflicht, es muss Muslime geben, sie müssen sich damit auseinandersetzen. Andere Gelehrte sagen, Haram, verboten, man sündigt. Andere Gelehrte sagen, erlaubt, Mustahab. Wie kommen die Gelehrten zu unterschiedlichen Urteilen? Wie wir gesagt haben, auf Basis dessen oder auf Basis der Vorstellung über die Sache, was sie darunter verstehen. Deswegen haben die Gelehrten zwischen zwei Arten von Mantiq unterschieden. Zwischen Mantiq Mahmud und Mantiq Madhmum. Also eine löbliche Logik sozusagen und eine tadelnswerte Logik. Und die tadelnswerte Logik ist die, das was die Gelehrten verboten haben, dazu gehören Gelehrte wie Imam Ibn Salah, Imam al-Nawawi, Imam Suyuti und andere. Die haben gesagt, es ist haram. Warum? Aber was meinten sie mit Logik? Sie meinten genau diesen Mantiq Madhmum, dass ich Werke über Logik lese zum Beispiel oder studiere, die falsche Glaubensinhalte beinhalten. Seltsame Vorstellungen über die Welt, über den Menschen, über Gott. Irgendwelche sinnlosen philosophischen Diskussionen beinhalten. Das ist verboten. Weil das hat erstens keinen praktischen Nutzen, Zeitverschwendung. Zweitens verwirrt es mich in meiner Aqida. Diese Art von Logik ist verboten. Doch Mantiq Mahmud, und das, was viele auch Gelehrte meinen, oder das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, in den islamischen Wissenschaften als Hilfsmittel muss ich Ilm al-Mantiq studieren, Logik. Ich muss das studieren, als Student des Wissens. Es geht nicht anders. Aber welche Logik ist damit gemeint? Nicht die erste, die tadelnswerte. Die zweite. Und woraus besteht die zweite Logik? Wenn wir uns die Werke der Gelehrten anschauen, was sie mit Logik dann meinen, was sie darunter verstehen, sind das Dinge wie definiere ich Dinge richtig? Begriffsbestimmungen. Was ist eine Definition? Welche Kategorien haben Definitionen? Welche Arten von Definitionen gibt es? Wie erkenne ich fehlerhafte, lückenhafte Definitionen? Ich meine, da kann kein normal denkender Mensch kann das sagen, aber auch kein Muslim, der sich wirklich mit dem religiösen Wissen beschäftigt, kann sagen, dass das verboten wäre, oder? Ich meine, bevor ich etwas studieren kann, muss ich es definieren. Und das macht die Logik. Ein weiterer wichtiger Bereich, mit dem sich die Logik auseinandersetzt, ist die Art und Weise, wie ich Dinge kategorisiere, einteile und so weiter. Das ist wieder reine Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit. Drittens, was die Logik macht, also das erste ist der Bereich der Ta'rifat, wie die Gelehrten sagen, das zweite der Bereich der Taqsimat und das dritte, sprechen die Gelehrten von Barahin zum Beispiel, von Beweisen im Allgemeinen. Was ist ein Beweis? Wie stelle ich einen Beweis auf? Wie argumentiere ich logisch richtig, folgerichtig? Das heißt, bevor ich ein Urteil darüber fällen kann, ob ich Logik lernen darf oder studieren darf, mich damit auseinandersetzen darf, Werke darüber lesen darf, oder einen Unterricht dazu besuchen darf, muss ich erstmal definieren, was meine ich mit Mantiq, was meine ich mit Logik. Und wenn wir über Logik sprechen und das, was die muslimischen Gelehrten darunter verstehen und was sie auch zur Pflicht erklären für einen Studenten des Wissens zum Beispiel, für die Allgemeinheit, jemand, der das nicht braucht, der sein Fard Ain lernt, also das, was für ihn eine Individualpflicht ist, da muss ich nicht damit auseinandersetzen. Und eventuell, wenn das auch zu kompliziert ist und er sich nicht mit diesen Dingen auseinandersetzen möchte, das muss er nicht. Gegenteil, vielleicht sogar empfehlenswert, dass er es nicht tut.
Aber jemand, der wirklich wissenschaftlich arbeiten will, auch als Muslim, auch in den islamischen Wissenschaften, der kommt nicht drum herum, sich mit Logik auseinanderzusetzen. Denn er wird irgendwann im Wissen und seinem Studium an die Grenzen kommen. Er wird an seine Grenzen kommen. Er wird ja Werke, wissenschaftliche Abhandlungen und so weiter in einem höheren Niveau nicht mehr verstehen können. Ich meine, wenn dann an die Gelehrten selbst anfangen, über Definitionen zu diskutieren. Der eine sagt, nein, das ist ein Had und Naqis und das ist ein Rasm und Naqis und nein, das ist ein Tarif Belaf und so weiter. Und dann diese Grundlagen der Logik nicht hat und sagt, was reden Sie dort, Bahnhof? Oder wenn Sie dann argumentieren, das ist der Burhan dafür, Qiyas hier, die Prämissen und so weiter, dann wird der Student des Wissens dieses Werk lesen und Bahnhof. Und das in Aqida, in Fiqh und auch in Tasawuf übrigens. Imam Zarruq, ein bekannter Gelehrter, hat Mantiq quasi dienstbar gemacht für Tasawuf, subhanallah. Das heißt, egal in welchem Wissenschaftsbereich, auch von den wichtigen Wissenschaften, wenn ich nicht als Student des Wissens einen Grad an Mantiq gelernt habe, werde ich irgendwann an meine Grenzen stoßen, auch im Wissen. Das heißt, die Urteile der Gelehrten unterscheiden sich je nachdem, was unter Logik zu verstehen ist. Das ist klar, ich denke, das haben wir verstanden. Und deshalb sagen zum Beispiel auch Gelehrte wie Imam al-Ghazali, er hat ein wichtiges Werk in Usul al-Fiqh geschrieben, Al-Mustasfa fil Usul. Und womit beginnt er? Mit einer Einleitung zum Mantiq. Und er sagt dann am Ende, sinngemäß, also er spricht dann über den, der das nicht lernt, und er sagt, فَلَا ثِقَةَ لَهُ أَصْلًا فِي عُلُومِهِ بِعُلُومِهِ أَوْ كَمَا قَالْ. Er sagt, wer das nicht gelernt hat, der ist von Grund auf nicht mehr vertrauenswürdig in seinem Wissen. Dem darf ich nicht mal zuhören. Subhanallah. Und deswegen ein anderer Gelehrter, Imam Taqiyuddin al-Subki, Imam Taqiyuddin al-Subki, Sheikh al-Islam, er sagt sinngemäß in einer seiner Fatawa, er sagt, wer sagt, dass die Auseinandersetzung damit Haram oder Kufr sei, der ist ein Jahil. Der ist unwissend. Der weiß nicht, was er redet. Und er sagt, diese Person weiß nicht, was Tahrim ist, was überhaupt bedeutet, etwas als verboten zu erklären, was Tahlil ist, was Kufr ist und so weiter. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Na, sagt Nachher.